heute ist keine Party ohne einen ihrer Songs denkbar. ABBA zählt auch 40 Jahre nach der Gründung zu den absoluten Klassikern der Popgeschichte. Etwa 400 Millionen Platten haben die vier Schweden bis heute verkauft und sind damit eine der erfolgreichsten Bands weltweit. Der gemeinsame Erfolg ergibt sich durch Zufall. Björn ist in den 60er Jahren als Schlagerstar in Schweden sehr erfolgreich. Auf einer Veranstaltung 1966 lernt er Benny kennen. Der tritt dort mit seiner damaligen Rockband Hep Stars auf. 1969 treffen sie die Sängerinnen Agneta und Annifrid. Annifrid ist zu dieser Zeit bereits eine erfolgreiche Schlagersängerin in Schweden. Agneta, damals gerade erst 19, überzeugt durch ihren glockenklaren Sopran. Die Mädchen waren Solosängerinnen. Wir haben uns verliebt. Aber wir vier brachten auch einen guten Sound hin und haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir waren ein wirklich gutes Gespann. 1972 veröffentlichen die beiden Paare ihre erste gemeinsame und englischsprachige Platte. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine schwedische Gruppe, und zwar Björn und Benny und Agneta und Annifrid. Also es kommt eine Massenszene auf sie zu. Sie singen People Need Love. Noch treten sie nicht als ABBA auf, sondern nur unter ihrem Vornamen. Außerdem fehlt Agneta. Sie ist verhindert und wird deshalb bei diesem Auftritt durch eine Freundin ersetzt. Der Song ist einigermaßen erfolgreich, doch um international richtig durchzustarten, kommt die Gruppe auf eine andere Idee. Deshalb haben wir beim Grand Prix mitgemacht, um aufzutreten und zu sagen, hallo, wir können das. We can do this. Mit Waterloo triumphiert ABBA beim Grand Prix 1974. Eurovision Song Contest, la chanson gagnante, c'est Waterloo, chanté par ABBA. Der Song wird Nummer 1 in vielen Ländern. 6 Millionen Singles werden verkauft. So eine Popsong hat auch noch nie den Grand Prix gewonnen vorher. Das waren die ersten. So eine Band, so eine Gruppe. Und dann in diesem Kostüm und mit diesem Sound. War viel zu laut für den Grand Prix de la Chanson. Mittlerweile sind die vier ABBAs auch privat fest miteinander liiert. Björn und Agneta sind bereits seit 1971 verheiratet. Annifrid und Benny sind verlobt. Gemeinsam landen sie Hit auf Hit. Kritiker nörgeln, viele der Songs seien weichgespülter Elektropop von zwei glücklichen Paaren. Doch der Erfolg gibt aber recht. Björn und Benny schreiben die Songs und das ohne Noten lesen zu können, wie Benny zugibt. Ich kann Noten weder lesen noch schreiben. Wir haben uns einfach mit Piano und Gitarre eingeschlossen und drauf losgespielt. Wenn wir mit dem Ergebnis glücklich waren, haben wir den Song im Studio aufgenommen. Danach wurde der Text geschrieben und zum Schluss kam der Gesang. After we recorded the backing track. An Kostümen und Auftritten wird bis ins Detail gefeilt. 1976 singt die Truppe bei der Hochzeit von König Carl Gustav und Silvia von Schweden. Musik stand natürlich schon im Vordergrund und war wichtig. Und die Musik hat das alles überlebt. Über die Kostüme lächelt man heute, aber über die Musik lächelt niemand. Insgesamt produziert die Gruppe 8 Studioalben, landet 19 Nummer 1 Hits. Besonders die zweite Hälfte der 70er Jahre wird für die vier eine erfolgreiche, aber auch anstrengende Zeit.
Zum Ausspannen ziehen sich die Jungmillionäre immer wieder in ihr Häuschen auf den Schären vor Stockholm zurück. Doch auch dort arbeiten sie und feilen an neuen Songs. Technisch gesehen ist sie ein Sopran, ich bin ein Mezzo. Meine Stimme lag etwas tiefer, ihre etwas höher. Benny und Björn wussten immer, wer von uns schließlich singen sollte. Sie kannten unseren Stimmumfang ganz genau und wussten, welche Stimme zu welchem Song passt. Manchmal war ich schon neidisch, wenn die Wahl auf Agnetha fiel. Spannungen nach innen, doch nach außen sind Starallüren undenkbar. Die kamen dann zur Fotosession, Björn und Agnetha, und kamen mit ihrem kleinen Nissan daher. Ja? Ich habe es ja auch fotografiert, wie sie da aussteigen oder wie sie an der Tankstelle stehen und da Benzin kaufen. Das ist alles ganz normal. Die hatten da keine Lakaien, die das für sie alles geregelt haben. Die waren ganz normale Menschen. Doch hinter der Fassade beginnt es zu bröckeln. Auch an den Songs macht sich das zunehmend bemerkbar. Manchmal hatte man den Eindruck, die haben ihr ganzes Privatleben und ihre ganze Gefühlswelt in die Songs untergebracht. Wenn sie riesig happy waren, dann haben sie Dancing Queen gemacht. Und wenn sie todtraurig waren, dann The Winner Takes It All. 1979 geben Björn und Agnetha das Scheitern ihrer Ehe bekannt. Nur 3 Jahre später trennen sich auch Benny und Anni Fried. Vom Ende der Band ist da aber offiziell noch nicht die Rede. Es ist einfacher, sagt Agnetha. Wir können leichter zusammenarbeiten als vorher, denn wir betrachten uns jetzt als Kollegen. Wir haben ein striktes Arbeitsverhältnis zueinander. Emotional ist es immer noch, aber doch nicht mehr so wie früher. Wir streiten uns nicht mehr um unser Privatleben. Doch schon Ende 1982 ist endgültig Schluss. Zwar ist nur von einer Pause die Rede, doch ABBA wird nie mehr auftreten. Es gab ja nie ein Ende von ABBA. Ist das richtig? Ja, es ist nur eine Pause, aber wie lang die Pause werden sollte, das wissen wir nicht. Frieda, hoffst du, dass es bald wieder ABBA gibt oder sagst du, ich bin alleine eigentlich auch ganz glücklich? Erfolgreich bist du auf jeden Fall. I am very happy alone and bin absolut happy, so allein und irgendwo auch erfolgreich. Anni Fried und Agnetha verfolgen zunächst Solokarrieren, die aber insgesamt nicht mehr an die Erfolge von ABBA anschließen können. Björn und Benny arbeiten bis heute als Produzenten zusammen und schreiben Musicals. Einen Riesenerfolg landen sie unter anderem mit dem ABBA-Musical Mamma Mia, das in über 150 Städten aufgeführt wird. Musik 2008 haben alle 4 ABBA-Mitglieder sogar einen der höchst seltenen gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit, bei der Premiere des Films zum Musical in Stockholm. Ein weiterer Meilenstein in der ABBA-Geschichte. Die Songs, die sie geschrieben haben, wie sie es aufgenommen haben, wie sie es gemixt haben, wie das alles zustande gekommen ist, da haben sie sehr viel Herzblut reingebracht. Und das wird sie selbst überdauern, da bin ich ganz sicher. Bis heute lehnen alle ABBA-Stars es ab, nochmal gemeinsam auf Tournee zu gehen. Sogar eine Gage von 1 Milliarde Dollar konnte sie nicht locken. Doch trotzdem, auch 30 Jahre nach dem Ende, der Erfolg von ABBA ist ungebrochen.